Variationen, Klarheit, Schärfe, weißer Gleich. Filter, Presets, Dunst entfernen, Raw bleibt einfach unerreicht. Lichter, Tiefe, Gradationen, Klarheit, Schärfe, weißer Gleich. Filter, Presets, Dunst entfernen, Raw bleibt einfach unerreicht. Filter, Presets, Dunst entfernen, Raw bleibt einfach unerreicht. Yeah.
Limitationen, Klarheit, Schärfe, Weißabgleich, Filter, Presets, Dunst entfernen, Raw bleibt einfach unerreicht. Lichter, Tiefe, Gradationen, Klarheit, Schärfe, Weißabgleich, Filter, Presets, Dunst entfernen, Raw bleibt einfach unerreicht. Wunderschönen guten Abend allerseits. Dienstagabend, eure Bilder, unsere Meinung. Herzlich willkommen hier im Foto Erhard Livestream. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Das Wetter ist ein bisschen kühler geworden. Mich persönlich freut das sehr. Andere, aber wir wollen heute Abend nicht übers Wetter reden. Wobei vielleicht bei den Fotos ja auch Wetter eine Rolle spielt. Wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, wir beginnen direkt mit den vielleicht schlechten Nachrichten des Abends. Ich mach's heute allein. Da müssen wir durch, da müssen wir durch. Ich sehe jetzt schon die Zuschauerzahlen. Pff, ist mir egal, wir müssen da durch. Der gute Matthias hat mich sehr kurzfristig darüber informiert, dass er schon wieder Urlaub hat. Und ja, dann war auch kein Ersatz mehr so schnell aufzutreiben. Aber ich glaube, das ist nicht schlimm. Ich habe auch gesehen, wir haben jetzt nicht so elendig viele Fotos. Das wird heute also eine ganz entspannte Nummer für alle Seiten. Ich bin trotzdem heute besonders von euch abhängig. Das heißt, wenn ihr Meinungen habt oder mit meiner Meinung absolut nicht konform geht, tut das ruhig im Chat kund. Das fände ich super. Dann haben wir ein bisschen Dialog. Das würde mich freuen. Ich habe in letzter Zeit schon ein bisschen öfter mal bei Twitch privat rumgestreamt. Ich weiß also, wie das ist, lange Zeit alleine vor der Kamera zu sitzen. Macht euch keine Sorgen. Wir kriegen das hin. Und hey, ich musste natürlich bei dem Thema einfach unter Wasser gehen hier. Coole Kulisse, ich find's großartig. So, dann wollen wir erstmal schönen guten Abend sagen. Ach, guck mal, das geht schnell. Moin Kerstin, hallo Fabian, hallo Manu, hallo Markus, moin Christian, hallo Dieter, hallo Antje, moin Thorsten. Ja genau, heute nur böser Kopf. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass ihr im Chat wild unterstützt und mir Kontra gebt, wenn ich eurer Meinung nach komplett daneben liege. Erstmal einen Schluck Kaffee. Weil ansonsten geht das hier alles ungefiltert raus, ohne dass mir jemand mal von der Seite einen reinknufft und sagt, so eng darfst du das doch nicht sehen. Wobei heute Abend ist entspannt, ne? Hauptsache ist irgendwie Wasser im Bild. Das geht. Für diejenigen, die jetzt zum ersten Mal dabei sein sollten oder sich den Stream im Nachhinein angucken und überhaupt keinen Plan haben, worum es geht, eure Bilder, unsere Meinung heißt, dass ihr Bilder bei Instagram hochladet unter dem Hashtag PhotoErhardAtHome. Ich mache die dann hier auf und sag euch, was ich heute Abend ich davon halte. Das heißt aber nicht, dass das die absolut endgültige Meinung sein muss. Das bilde ich mir nicht ein, sondern es geht darum, euch meinen Eindruck vom Bild zu schildern und gegebenenfalls vielleicht ein, zwei Verbesserungsvorschläge abzusondern. Das ist so der Plan. Das machen wir jetzt schon relativ lange, aber es kann ja immer mal sein, dass neue Leute dazukommen. Das würde mich auch sehr freuen. Also falls ihr zum ersten Mal einschaltet, schönen guten Abend. Beteiligt euch ruhig rege im Chat. Moin Sabine, hallo Saskia, moin Ansgar. Ach schön, es fühlt sich so langsam. Die Tagesschau scheint durch zu sein. Ich weiß auch gar nicht, ob wir heute mit einem Fußballspiel kollidieren, weil ich gebe es offen zu, ich habe mit Fußball nicht viel zu tun. Aber wir haben jetzt ein EM-Tippspiel bei Foto Erhard. Da bin ich mit dabei und von, ich glaube, 54 Teilnehmenden bin ich auf Platz 47. Ich habe wirklich nicht den blassesten Schimmer von Fußball. Der Hintergrund ist super. Das freut mich. Das freut mich. Ich finde den auch geil. Ich glaube, ich muss den öfter mal verwenden jetzt. Ich finde den, geil. Auch dieser Schein, der oben dann aus dem Kopf rauskommt, ne? Finde ich spektakulär. Ja, ich hatte ja eigentlich gehofft, dass ich so ein bisschen Fotonews für euch habe am Anfang. Aber es passiert nicht so viel. Ich glaube, da war irgendein Fremdherstellerobjektiv, was mir über den Weg gelaufen ist, wo ich dann auch dachte, ja gut, die Brennweite und die Lichtstärke kennen wir schon. Das ist auch keine wirklichen Neuigkeiten wert. Und es ist ja auch langweilig, immer über Produkte hier zu schnacken. Vielleicht als News, heute ist mein Blitzvideo rausgekommen. Knappe 8 Minuten. Und wenn ihr bisher auf Kriegsfuß mit eurem System Blitz steht, guckt da mal rein.
ist nur so ein Tipp. Das ist indirekt Blitzen in husch, husch schnell erklärt mit ein paar Bildbeispielen. Und ich finde es so großartig, dass meine Kollegin Selina sich bereit erklärt hat, dafür mal eben zu modeln. Obwohl ich ihr im Vorfeld gesagt habe, dass 50% der Fotos wirklich gruselig aussehen werden und sie nicht geil weg da kommt. Und sie hat es trotzdem gemacht. Also an der Stelle, falls Selina zuschauen sollte, wirklich tausend Dank, dass du das mitgemacht hast. Und ich hoffe, dass die letzten zwei Aufnahmen es dann auch rausgerissen haben. Aber da sind zwei wirklich böse, böse Fotos dabei. So, moin, moin Frank, hallo Irene. Gut, komm, wir wollen nicht lange auf die Folter spannen. Ich würde sagen, wir starten direkt, oder? Ich habe gesehen, unser Hashtag FotoArtAtHome wird mittlerweile beschlagnahmt von diversen anderen. Ich muss also immer so ein bisschen filtern und gucken, was gehört jetzt eigentlich zum Thema und was nicht. Sollte ich ein Bild übersehen haben am Ende und ihr sagt, ey, meins war noch nicht dabei, schreibt das in den Chat. Das wäre eine tolle Sache. Wirklich. Ach so, und vielleicht für diejenigen, die nicht bis zum Ende durchhalten, kann ich schon mal spoilern. Ich habe mir ein Thema fürs nächste Mal überlegt. Ich bin gespannt, was ihr da so treibt. Schattenspiel. Wir haben ja momentan recht lange Sonne am Tag und da bietet sich sowas an, finde ich. Ich meine, man kann das auch toll mit künstlich machen, aber man muss ja nicht. Und wer sich nichts drunter vorstellen kann, gibt das einfach mal bei Google in die Bildersuche. Oder in eine andere Suchmaschine, startpage.de ist ja momentan sehr im Kommen, dann guckt da einfach mal nach. Es gibt tolle Ideen da draußen zum Thema Schattenspiel. Das also für den Dienstag in zwei Wochen dann unser nächstes Thema, Schattenspiel. Bin ich eigentlich zu leise? Ich gucke hier die ganze Zeit auf meinen Ton und ich könnte natürlich brüllen und dann wird es zu laut. Aber ansonsten, glaube ich, hampel ich hier sehr entspannt noch im grünen Bereich rum. Ich kann ein bisschen lauter. Das muss ja bei euch auch gut klingen. So. Oh, danke, da kommt schon Feedback zum Blitzvideo. Ja, mit Godox V1. Wobei, also, um das kurz zu erklären, warum das jetzt der Godox V1 war, ich spreche manchmal mit unserem Einkauf und frage, Mensch, wollt ihr irgendein Produkt gefeatured haben in so einem Video? Ich würde zwar gerne ein Erklärvideo machen, wo ich zeige, wie es geht, aber ich kann gerne irgendwas nehmen, wo ihr dann sagt, womit das geht. Und ja, das war am Beispiel des Golox V1, das steht auch so im Titel, aber es ist völlig geräteunabhängig. Also solange sich der Blitz in jede beliebige Richtung drehen lässt, ist das Video gültig. Das muss kein Godox V1 sein. Auch wenn der total wichtig und charmant aussieht mit dem dicken, runden Kopf und weil man da tolle Sachen drauf stecken kann. Aber das habe ich alles überhaupt nicht thematisiert. Es geht ums einfache, indirekte Blitzen und die Blitzwirkung, weil ich habe immer noch den Eindruck, dass da draußen eine Menge Menschen mit so einem Gerät unterwegs sind und sich dieses nach oben Blitzen abgucken. Und das dann auch einfach machen, weil das Licht halt weicher ist, als wenn man frontal rausballert. Das stimmt, aber es geht halt hübscher. Guckt mal rein, es sind 8 Minuten eures Lebens, das tut nie weh. Aber danke, danke fürs Feedback, Heiko, das freut. Dankeschön. Und Irene, das leite ich weiter. Sollte Selina nicht mitschauen, leite ich das gerne weiter. So, wir gehen zu Instagram. Das Schöne ist, heute Abend habe ich das technisch so gelöst, dass wenn ich Instagram zeige, wir mich nicht sehen. Ich kann also die wildesten Grimassen schneiden, wenn ich will. Ihr kriegt das nicht mit. Das ist auch gut für mich. Für euch weiß ich nicht. Aber ich komme zwischendurch wieder, sonst ist ja langweilig, ne? Ganz klar. So, das erste Bild kommt von Endless Forms Most Beautiful, a.k.a. Thorsten. Und yo, er hat Wasser im Bild. Das freut mich schon mal sehr. Ihr könnt mir auch parallel mal in den Chat schreiben, ob ihr auf das Spiel, Thema Schattenspiel Bock habt. Weil ich finde das eine super kreative Nummer. Kann man alles Mögliche machen. Lasst es mich wissen. Das ist aber auch ein lecker Kaffee heute. So, und ich muss jetzt, ich habe meinen Fernseher umgestellt, damit ich Dinge besser sehen kann. Jetzt hat mein Fernseher aber noch steileren Kontrast als vorher. Das heißt, ich werde jetzt der Fairness halber die Bilder auch gleichzeitig auf meinem Smartphone aufrufen, wo die Wiedergabe ein bisschen neutraler ist. Tu mir den Gefallen, mach doch die Bilder einfach parallel mit auf und verzeiht mal ein Like. Allein schon fürs Dabeisein hier. So, Likes gut. Und jetzt schauen wir mal, genau, das Ergebnis ist nämlich weit weniger kontrastreich als auf meinem Fernseher dargestellt. Ja, Thorsten, also an erster Stelle erstmal cool abgeliefert, schöner Moment. Ich mag so eine Art, könnte auch spontan entstanden sein, Porträt. Das finde ich gut. Ich finde die Schwarz-Weiß-Konvertierung oder die Entwicklung hier auch sehr, sehr stimmungsvoll. Das mag ich.
Ich mag auch, dass du dem Bild einen Vordergrund spendiert hast. Das passt auch gut zu dem Thema vom letzten Mal, bei dem, dass wir den Mantel des Schweigens legen. Aber du hast einen Vordergrund mit drin und das finde ich, macht es ein bisschen interessanter. Ich frage mich, ob da überall solche ollen Haken waren, wie jetzt hier an der Stelle, wo du sie fotografiert hast, weil der stört mich so ein bisschen. Guck mal, ich lege jetzt schon wieder los mit Dingen, die mich stören. Nein, also es sind, glaube ich, zwei Dinge, auf die ich gerne anders gesehen hätte. Das erste ist das ist eine Öse, ne? Ja, genau. Die Öse unten, die da festmontiert ist. Aber es kann ja sein, dass wirklich alle drei Planken so eine doofe Öse montiert war. Dann kannst du nicht anders. Aber ich hätte, wenn das nicht der Fall ist, hätte ich sie ein bisschen, weiß ich nicht, zwei, drei Planken weiter manövriert, um das Bild dann da zu schießen. Kann natürlich sein, dass da dann auch schon wieder ein Boot parkte. Ich weiß es nicht. Thorsten kann das ja gleich mal im Chat schreiben, ob das machbar gewesen wäre, weil diese Öse ist. Oder alternativ im Nachhinein rausretuschieren. Das hätte auch funktioniert. Man muss dann zwar ein bisschen Ellenbogen und beziehungsweise Unterarm dann nacherfinden, aber ich würde behaupten, dass das machbar ist, spätestens mit der berühmten Frequenztrennung in Photoshop. Das müsste gehen. Wo ich noch nicht so ganz schlüssig bin, ich finde, das Bild wirkt oben, obwohl relativ viel Luft über dem Kopf ist, recht beengt, weil der Horizont mit den Bäumen dann kurz vorm Ende dann auch ganz, ganz eng am Bildrand sitzt. Ich hätte gerne gesehen, dass du mit der Kamera noch vielleicht einen Hauch weiter nach unten gegangen wärst und ihr ein bisschen mehr Luft über der Horizontlinie gegönnt hättest. Und ich weiß auch nicht, ob ich Fan von dem Baumrest in der oberen rechten Ecke bin. Aber das sind so kleine Details, die mich ablenken. Und ich sag mal, wenn ich jetzt zum Beispiel dieses Bild mir in quadratisch zurechthalte, das könnt ihr übrigens mal machen, wenn ich sowas sage, macht das einfach mal mit. Ich glaube, ne, wenn man das Bild so hat, hier einfach mal was zuhalten, diesen Rand wegnehmen, ich glaube, dann finde ich es ein bisschen ruhiger. Und vielleicht hätte ich oben sogar auch das weggenommen, hätte den Ausschnitt also ein bisschen enger gesetzt. Ich probiere das gerade mal. Sieht gut aus, ne? Das ist total clever, so eine Gestik dann auch ins Internet zu schmeißen. Und ich glaube, in der klinischeren, aufgeräumten Version hätte es mir besser gefallen. Jetzt müsste Thorsten natürlich sagen, ja, aber hätte man nicht mehr gesehen, dass das Wasser ist. Doch, klar. Sicherlich. Aber ein schöner Einstieg. Mir gefällt es sehr gut. Das Motiv ist natürlich wunderhübsch. Das ist jetzt kein Geheimnis. Und ja. Wie gesagt, es wirkt nicht so arg gestellt. Das mag ich ganz gern. Oh, die Zuschauerzahlen gehen jetzt schon runter. Wenn der das alleine macht, dann... Das Thema ist Wasser, genau. Da hast du recht, Dieter. So, jetzt gucke ich mal eben. Da geht es noch um den Godox. Das schiebe ich jetzt mal beiseite. Da waren überall Ösen. Ja, blöd, ne? Das ist dann doof. Aber, ja, wie gesagt, vielleicht mal eine Retusche versuchen. Also, ich könnte mir vorstellen, dass das ohne die Öse cooler wäre. Ich würde das ja jetzt hier auch machen, aber ich mopse nicht und bearbeite dann. Das habe ich mir von vornherein auf die Fahne geschrieben und das ziehe ich auch so durch. Ja, wegen der Struktur, ne? Weil man dann sonst vielleicht nicht mehr erkennen könnte, dass das Wasser sein soll. Das kann sein. Aber probier's doch trotzdem mal aus, unabhängig von unserem Thema, ob das vielleicht eine coole Idee wäre. So. Das nächste Bild kommt von Ansgar. Flower Pick for Stefan. Super, Ansgar. Ganz fantastisch. Ich bin begeistert. Ja, nasse Blume. Du kennst das Drama, ne? Holt mich jetzt natürlich emotional nicht so wirklich ab. Macht aber nichts. Ich finde, du hast es... Da gefällt mir fast die kontrastreiche Version auf meiner Glotze besser. Dicker Tipp, knall da noch mal ein bisschen mehr Kontrast rein. Lass die richtig leuchten. Das ist jetzt von der Farbgebung her sehr schön, aber immer noch ein bisschen zurückhaltend. Und ich finde, der Gelb-Orange-Ton darf ruhig richtig knallen. Vielleicht gehst du da mal mit einem Dynamikregler bei. Dann kommt das noch krasser, weil ich sehe es hier gerade in einer von einem Panasonic-Fernseher optimierten Version und die springt mich förmlich an. Und das finde ich noch mal cooler als die Version, die ich jetzt hier auf dem Smartphone habe.
Und ich weiß nicht, die Blume wirkt jetzt im Mittelpunkt sehr dunkel, ob man da nicht die Tiefen noch ein bisschen hätte aufhellen können, um so ein bisschen mehr Struktur noch in der Mitte zu haben. Ansonsten ist es natürlich schön, wenn die Blume klitschnass ist, dass da diese Wassertropfen so schön zu sehen sind. Und da darf man dann auch das Ganze mittig setzen. Also das ist jetzt kein Bild, was nach einem goldenen Schnitt schreit. Guck mal, wenn ich will, kann ich mich auch bewusst und ernsthaft mit Blumenfotos auseinandersetzen. Nur wenn ich muss. Da fehlt mir jetzt der Matze. So. Fabian hält fest. Yes! Finde ich gut. Oh, habe ich das Like für die Blume vergessen? Das geht ja gar nicht. Komm her, kriegst ein Like für die Blume. Dabei sieht das Tier gar nicht so durstig aus. Ich hätte vielleicht sowas geschrieben wie Dude Wasser, ich brauche einen Schnaps. Und das nächste ist auch direkt von Fabian, der Kitesurfer. Da gehen wir auch direkt mal drauf, ohne Rücksicht auf Verluste, direkt ins nächste Bild. Sowas mag ich. Sowas mag ich sehr, sehr gerne, weil es so ein bisschen in Richtung, fast schon in Richtung negativer Raum geht. Was es nicht ist, weil dafür haben wir immer noch die Drittelaufteilung, oder die, ja doch, werden Drittel sein. Super schön eingefangen. Ich überlege, ob ich den auch anders positioniert hätte. Das Schöne ist, wenn du so eine Bildaufteilung hast, wo du wirklich ganz klar unten im Drittel nur das Wasser hast und darüber zwei Drittel oder sogar noch mehr Himmel mit Verlauf. Ich könnte mir vorstellen, es wäre kein Problem, das Bild zur einen Seite noch ein bisschen zu vergrößern, zu erweitern und den aus der Mitte herauszuholen und so ein bisschen an die Seite zu schieben. Aber das ist jetzt Klagen auf hohem Niveau. Das ist auf jeden Fall ein echt cooler Schuss. Was die hier natürlich reinplautzt, ist die leidige JPEG-Komprimierung. Da würde mich mal interessieren, ob das mit einem PNG vielleicht anders gelaufen wäre. Denn wenn das JPEG komprimiert wird, hast du eben diese lustigen Farbabstufungen, die sich hier in Form von so fast schon Treppenstufen bilden. Das ist leider immer wieder ein ätzendes Thema bei JPEG. Hat das schon mal jemand versucht? Ich glaube, ich habe noch nie versucht, ein PNG bei Instagram hochzuladen. Ich frage mich, ob das machbar ist. Nein, aber sonst von der Farbstimmung her und so ist alles tutti. Das Gelb ist schon sehr gelb, aber nö, geht. Und ich finde es auch in Ordnung, dass das im Bereich der Sonne dann ein bisschen überbelichtet ist, weil machen wir uns nichts vor. Sonne ist hell. So, das passt schon. Und dass der Kitesurfer selber eher wie so ein Scherenschnitt wirkt, finde ich auch ziemlich cool. Also gerade an der Stelle diese ganzen Details nicht zu haben, sehr, sehr stimmig. Ja. Gefällt mir ganz gut. Ich frage mich nur gerade, was man mit dem Bild macht. Aber vielleicht wäre das so ein Kalenderschuss. So für einen Monat an der Wand, gar nicht so schlecht. So, ich werde parallel mal eben in den Chat schauen. Manu fragt, ob er den Matze machen soll. Nee, ist klar. Nee, das ist jetzt technisch nicht mehr machbar. Wir müssen damit klarkommen, dass ich es hier alleine tue. Die Spitzlichter aufgehellt. Okay. Jetzt fragt Manu nach allen möglichen Leuten, die ich hätte fragen können, mit mir den. Findest du es so schlecht, dass ich das jetzt alleine mache? Es tut mir leid. Nein, tut's nicht. Lebt damit. Punkt. So. Ja, auf dem Rechner schon anders. Da ist natürlich jetzt die Frage, ist dein Display kalibriert? Also es ist wirklich wild. Also ich habe das Bild insgesamt dreimal vor der Nase. Ich habe es einmal auf einem MacBook hier vor mir, wo der ganze Stream-Gedöns, die Software und so läuft. Dann habe ich es auf meinem großen Fernseher, um es nochmal in groß zu sehen. Und ich gucke es mir auf dem Smartphone an und ungelogen, ich habe drei unterschiedliche Varianten. Drei. Cool, Instagram. Guck mal, Manu, super, du bist Goldwirt. Erlaubte Dateitypen, JPEG, Bitmap. Wer macht eigentlich noch was in Bitmap? Ist Bitmap nicht irgendwann ausgestorben? Also, gibt es noch jemanden, der Bitmap benutzt? Es würde mich jetzt echt interessieren. Ich glaube, Bitmap ist mir das letzte Mal über den Weg gelaufen, als ich mal Microsoft Paint unter Windows 3.11 oder vielleicht sogar noch Windows 95 mal benutzt habe. Aber ansonsten ist Bitmap doch...
weiß ich nicht. Schreibt mal in den Chat, ob ihr Verwendung für BMP-Dateien habt. Bitmap, seltsam. Statisches GIF geht und PNG. Geil. Ja. Mal ausprobieren. Ich glaube, ich werde mal ein PNG veröffentlichen mit feinen Farbabstufungen. Mal gucken, ob das funktioniert. Das würde mich brennend interessieren, ob man damit... Weil unter Facebook zum Beispiel ist das eine super Idee, statt JPEGs PNGs zu nehmen. Dann wird es nicht so ätzend runterkomprimiert. So, das nächste. Ah, ihr spielt mir wieder in die Karten, hervorragend. Ein Porträt. Gepostet von Saskia. Drauf ist Saskia. Geschossen hat's der Markus. Und ja, das ist doch charmant gelöst. Dann sieht man mal das komplette Bild. Ich mag tatsächlich beide Versionen ganz gerne. Ja, welche will er nehmen? Komm her. Habe ich das Bild davor geliked? Habe ich. Ich muss hier echt eine Menge gleichzeitig tun. Da müsst ihr mir ein bisschen verzeihen. Ich finde es, also erstmal mag ich diese Bilder, wo man mit einem Kleid ins Wasser geht, einfach unglaublich gern. Ich mag das, also ich finde zum Beispiel auch, als sie damit angefangen haben, in der Hochzeitsfotografie dieses Dress-Trashing irgendwo in Flüssen oder Meer durchzuziehen, das war eine schöne Idee, weil das einfach mal eine ganz andere Dynamik in so ein Hochzeitsfoto bringt. So, geiler Plan, keine Frage. Und das hier geht ja auch so ein bisschen in die Richtung, weil sie eben dieses, oder weil du, Saskia, ich kann dich ansprechen, du bist ja da, weil du dieses Kleid anhast. Und damit baden zu gehen, ist jetzt nicht Standard und das macht's schon mal spannend. Und ich mag's erstmal super gerne. Ich mag den Ausdruck, ich finde, wie du da stehst, finde ich super cool. Also ist ein tolles Bild und vor allem auch dass das Wasser so leicht rundlich nach hinten rausläuft, finde ich, ist ein total schöner Effekt. Also nicht nur, oder anders, das Wasser ist hier nicht nur Beiwerk, sondern es bringt durch diese abgerundete Struktur, die sich nach hinten bildet, bringt es nochmal einen interessanteren Aufbau ins Bild. Machen wir es mal so. Und dann auch noch die Sonnenreflexion da oben in der Ecke und dass das dann so ins Orange verläuft und unten dann so ein bisschen dunkler wird, das finde ich cool. Also das gefällt mir sehr, sehr gut. Was ich mir bei dem Bild aber gewünscht hätte, und ich muss jetzt noch mal bewusst auf meinem Smartphone auch gucken, um nichts Falsches zu sagen. Ich hätte mir eine Aufhellung für dich gewünscht, weil der Hautton und der Ton des Wassers sind sich sehr, sehr ähnlich. Und ich würde mir wünschen, dass du bei diesem Bild so ein bisschen mehr rauskommst. Das hätte man lösen können mit einem Reflektor, mit einem Blitz, mit was auch immer. Oder einfach in der Nachbearbeitung das RAW an der Stelle partiell, also selektiv arbeiten und dich ein bisschen aufhellen. Ich glaube, das hätte ich gut gefunden. Zumal das Tageslicht jetzt, weil die Sonne von hinten kommt, dafür sorgt, dass die Augen relativ schattig aussehen. Da fehlt mir so ein bisschen mehr Lichtpunkt. Da ist so ein ganz, ganz bisschen Lichtpunkt drin, aber es ist wirklich nicht viel. Und ich würde es mir insgesamt ein bisschen lebendiger wünschen. Aber sonst finde ich's stark. Auch dieses deutlich von oben fotografierte gefällt mir an der Stelle echt gut, weil dann eben kein Horizont im Hintergrund auftaucht, sondern man sich erstmal ganz auf dich konzentriert. Aufhellung hätte ich gut gefunden. Was sagt ihr denn? Ups, jetzt gehe ich. Guck mal, einmal falsch geklickt, zack, in der Warteschleife. Ist auch geil, ne? Ich habe hier die volle Kontrolle. Ja, ich mache jetzt Werbung für PNG. Guck mal, Manu schreibt, Bitmap hat er noch nie benutzt. JPEG, PNG und TIFF. Ja, ja. Damit kannst du leben. Das ist auch schön. Okay. Ja, schreibt mir. Ich muss ein bisschen mit euch in Kommunikation sein. Ich weiß, dass das Spiel immer schwierig ist, weil wir hier diese Latenz haben von bestimmt 20 Sekunden oder so zwischen dem, was ich sage, bis es bei euch ankommt. Aber, also nichtsdestotrotz, ich finde das Bild richtig cool. Ich sehe es halt hier wieder auf meiner Glotze mit einer deutlichen Kontrastaufsteilung. Das tut dem Bild auch sehr gut, weil du dann so ein bisschen mehr rauskommst einfach als in der Instagram-Version, die ich auf dem Smartphone gesehen habe. Einfach mal ein bisschen dran rumspielen. So. Ah, doch, Colin, ich hab's gelesen. Das Bild von dir ist von Marion. Alles klar. Wir haben es bewusst etwas weniger aufgehellt. Ja,
Also, Markus, das kann ich verstehen, das kann man schon machen. Man verwendet das ja auch mitunter als Stilmittel, dass man sagt, okay, ich will das jetzt gar nicht so krass glossy, High Fashion Style ausleuchten. Ich möchte es ein bisschen, wie formuliere ich das, analoger, ein bisschen wärmer, ein bisschen zurückhaltender. Ich glaube nur, dass das Motiv an der Stelle vielleicht nicht so hundertprozentig zu diesem Look passt. Weil, wie gesagt, Wasser und Haut, zumindest auf meinem Telefon, sind sich sehr, sehr ähnlich vom Farbton und vom Helligkeitswert. Und na, bin ich mir aber. Ja, sehr gut. Ein guter Whisky. Oh, das würde ich auch gern. Aber mein Kaffee ist auch super. Geht. So, dann kommen wir zum nächsten Bild. Ah, geil. Von Frau Antje. Ein Klassiker, den ich in Workshops schon so oft durchgezogen habe, einfach weil es sich anbietet und weil es immer wieder spektakulär ist. Das wunderbare Einfrieren von schneller Wasserbewegung mit kurzer Belichtungszeit. Für diejenigen da draußen, die sich jetzt fragen, wie zur Hölle geht denn das? Dreht auf eine Viertausendstel und passt die ISO entsprechend an. Macht das schön, wenn die Sonne scheint, dann kriegt ihr wunderbar diese Tropfen eingefangen, eingefroren. Ja, das sind halt so Fotos, die nutzt man nachher als Wallpaper. Was mir hier gut gefällt, ist auch wieder die Schwarz-Weiß-Konvertierung. Es ist schön kontrastreich, das spritzende Wasser und die Wassertropfen, das kommt richtig gut raus. Das wirkt auch wieder fast schon plastisch. Die Tatsache, dass hier mit einer sehr kurzen Belichtungszeit gearbeitet wurde, sorgt natürlich dafür, dass die Blende schön weit offen war. Das heißt, der Hintergrund ist richtig schön weich gezeichnet. Ich würde auch mal davon ausgehen, dass das jetzt nicht das aller. Obwohl, vom Preis ist das nicht abhängig. Ich denke mal, dass das Objektiv ein bisschen lichtstärker war, würde ich jetzt zumindest da rein geheimnissen. Das einzige Problem, was ich mit solchen Fotos habe, was heißt Problem? Nein, ich habe kein Problem damit, aber es ist eher eine Technik-Demo, wo so ein bisschen die Aussage fehlt, ne? Oder die Bedeutung geht so ein bisschen flöten, aber es geht dann eher so in den Bereich ein bisschen grafisch fotografieren und Strukturen darstellen. Und ich finde, technisch hast du es hier sauber gemacht, sowohl das Schwarz-Weiß als auch eben die Belichtungszeit. Und ja, ich glaube, als Wallpaper auf einem großen Display für Windows oder Mac OS oder meinetwegen Linux sieht das mit Sicherheit ziemlich cool aus. Also für mich wäre das Wallpaper. Jetzt, wo ich mich so sehe, finde ich es fast schon ein bisschen übertrieben, dass dieser Schein hier neben mir ist, über mir ist. Aber das ist halt über Wasser, da knallt die Sonne aufs Meer. Ich kann es nicht ändern. Colin, genieß den Urlaub. Alles gut. Okay. So, da kommen jetzt wieder Bilder, die mit uns nichts zu tun. Ha! Markus, ernsthaft? Geil. Das nächste Bild kommt von der MST-Fotogalerie. Groß. Habe ich im Vorfeld nicht gesehen. Ja. Das ist jetzt von der. Oh, ich würde die jetzt so gerne nebeneinander stellen können. Das ist jetzt das komplette Gegenteil vom Style her zu dem ersten Bild, was Saskia von dir gepostet hat. Das ist natürlich jetzt schon richtig krass ausgeblitzt. Aber ich find's geil, weil sie halt, weil Saskia da richtig, richtig gut rauskommt. Ich frage mich gerade, von wo der Blitz kam. Hast du entfesselt geblitzt, ne? Und dann von der Seite, also von uns aus gesehen, wenn man das Bild so sieht, von der rechten Seite, so ein bisschen von oben. Du hättest beinahe sogar das Rembrandt-Dreieck noch unter das Auge bekommen. Respekt. Ja, das ist so eine coole Nummer. Aber ihr kennt das? Kein Bild ohne Kritik, das wäre ja langweilig. Ich habe so zwei, drei Kleinigkeiten. Oh, ich muss mal. Nein, doch, habe ich. Aber das finde ich geil. Also allein, dass du hier mit dem Blitz gearbeitet hast, finde ich cool. Das knallt. Was ein bisschen schade ist, dass das Bein weniger Licht abbekommen hat als der Oberkörper, Kopf, Arm und so weiter. Da hätte ich. Ach, warte mal, Manu hat sich einen Whisky eingeschenkt. Ich hätte es in Raw getan.
und dann einfach den Teil ein bisschen aufgehellt. Und was mich so ein bisschen triggert, ist, dass der Horizont leicht nach rechts runterkippt. Das ist mitunter nicht so ganz einfach mit den Bäumen, aber ich hätte es, obwohl, es könnte auch eine optische Täuschung sein. Wenn ich das Bild jetzt oben an den Displayrand schiebe, sieht es fast schon wieder gerade aus. Es wirkt leicht schräg. Es kann aber auch der Schattenwurf der Bäume sein, der dafür sorgt, dass es einfach nur schräg wirkt. Das ist immer ganz, ganz gemein. Und ich glaube, du hast es bestimmt versucht und wenn du es in die andere Richtung kippst, dann sieht es auch irgendwie komisch aus. Ah, nee, wegen gerade habe ich jetzt nichts gesagt. Wir lassen das mal so stehen. Vielleicht ein Hauch, ich weiß es nicht. Ja, aber wie gesagt, Beinbelichtung. Und Saskia guckt so erschrocken. Was ist da unter Wasser passiert, frage ich mich gerade. Und ich frage mich, wie das gewesen wäre, wenn du mit der Kamera noch weiter über die Wasseroberfläche gegangen wärst. Also noch ein bisschen runter, weil du kommst ja hier eh schon von unten. Und das hätte mich interessiert, wie das aussähe, wenn du tatsächlich im Vordergrund noch unscharfes Wasser gehabt hättest. Kann aber auch sein, dass das dann zu viel von unten gewesen wäre. Ausprobieren. Aber cool. Und verrat mir mal, ob du einen Lichtformer drauf hattest, weil vom Schattenwurf unter dem Arm würde ich jetzt fast sagen, es war sehr hartes Licht, dass du da tatsächlich mit einer nackten Blitzlampe drauf genagelt hast. Ich würde jetzt fast sagen, ich mag mich irren, aber es sieht wirklich aus wie nacktes Blitzgerät, weil der Schatten halt recht hart fällt. Aber cool, ne? Das geht schon so in Richtung Magazin-Cover oder so. Das finde ich geil. Gott sei Dank habt ihr das Kleid nicht nur für ein Foto dann ins Wasser gelegt. So. Ich schaue mal wieder in den Chat. Das Bild ist begradigt. Ja, das ist jetzt mit Blitz, genau. Ja. Manu, das lese ich jetzt nicht vor, aber ich sage einfach mal Danke, auch wenn da mit Sicherheit eine Menge Ironie mitschwingt, was du da geschrieben hast. Sehr schön. Ja, ja, das ist, ne, das Begradigen ist immer so eine Sache. Wenn du eine gerade Baumkrone hast, aber unten der Schatten fällt dann so zur Seite weg, dann wirkt es auch wieder schräg. Das ist dann für mich schon fast optische Täuschung. Ich hing da auch schon bei Landschaftsfotos, wo du dann dachtest, das ist total, total schräg. Und dann gehst du mit dem Freistellungswerkzeug drüber oder ziehst mal eine Linie ins Bild und denkst, gibt's doch nicht. Ist genau gerade. Und trotzdem wirkt es so abkippend. Faltbarer Beauty Dish. Ja. Ja, wenn du einen Beauty Dish einsetzt, der Beauty Dish hat tatsächlich ein relativ hartes Licht. Ich mag Beauty Dish. Und noch ein bisschen einen Tacken weiter aufhellen, glaube ich. Hätte dem Bild ganz gut getan. Wir gucken nochmal, ne? Weil hier es ist schon deutlich, deutlich dunkler. Und ich sag mal, der Teil, wo das Licht nicht hinkommt, das ist ja okay, aber zumindest hier auf der Seite, wo dann, jetzt bin ich mit der Maus falsch abgebogen, wenn es hier nach außen dunkel ausläuft, ist das okay. Das betont auch die Kontur, macht das lässt das Bein dann insgesamt schlanker wirken. Das finden ja viele ganz brauchbar. Aber hier der Lichtreflex, der dürfte noch ein bisschen heller sein, damit es ähnlich wird wie hier. Und ich hätte, glaube ich, auch das Kleid hier nach unten noch ein bisschen aufgehellt, weil hier hast du diesen schönen, satten Rotton und der geht hier nach unten natürlich verloren. Weil, das ist das Problem beim Beauty-Dish, du hast halt nur einen gewissen Radius, in dem das Licht dann fällt. Und wenn man dann am besten noch mit einer Wabe arbeitet, um das Licht zu richten, dann hast du vollends verloren und dann musst du im Nachhinein im RAW noch einiges tun. Das ist schon geil. Ich finde es auch cool, Saskia, dass du so einen Kram mal mitmachst. So, jetzt bin ich... Da tue ich mich jetzt wieder schwer. Ist das aus Versehen zum Thema gepostet oder gehört das zum Thema? Ich bin mir nicht sicher. Ich sage auch gleich, warum ich nicht sicher bin. Like kriegt es jetzt trotzdem, einfach weil ich es hier aufrufe. Das sieht für mich zumindest jetzt aus der Entfernung bis zum Fernseher eher wie ein Schnappschuss aus. Ich gucke jetzt mal, ob sich der Eindruck... Obwohl, nee, ist eine längere Belichtungszeit. Es ist eine längere Belichtungszeit.
Todtnauer Wasserfälle. Eine der schönsten Wasserfälle im Schwarzwald. Okay, setzen wir uns damit auseinander. Was ich hier richtig cool finde, ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, als ich im Detail drauf geachtet habe. Und das ist mir am Anfang nicht aufgefallen, dass da eine Person im Bild ist. Und wer sich jetzt einen Wolf sucht, da. Und darüber kriegen wir dann auch einen ziemlich guten Eindruck davon, wie groß das tatsächlich ist. Und plötzlich mag ich das Bild, weil dieses Einbauen von einem Bezugspunkt, an dem wir uns orientieren können, das ist clever. Weil sonst hätte ich jetzt gedacht, ja gut, hast du halt so eine Steinwand hochfotografiert, wo ein bisschen Wasser rauströpfelt. Aber wenn wir dann sehen, wie klein diese Person im Bild ist, hat man einen ganz anderen Größeneindruck. Und allein für diesen Kniff finde ich es schon ziemlich cool, dass du es hier gepostet hast. In der Hoffnung, dass es zu unserem Thema gehört. Ich hätte, fotografisch gibt es jetzt sonst, oder gestalterisch gibt es nicht so elendig viel her. Dafür ist der Bildausschnitt zu langweilig. Ich glaube, auch hier hätte es dem Bild gut getan, wenn man es geschafft hätte, irgendwie was im Vordergrund zu haben, um dem Bild ein bisschen Tiefe zu verleihen, weil so ist es einfach platt drauf geguckt. Und da wir weder einen Boden noch ein Ende des Berges oder des Hügels, wo auch immer, hier haben, wirkt es halt so ein bisschen, klingt jetzt drastisch, langweilig. Die Person reißt es halt raus, weil dann darüber wissen wir, okay, das ist hoch. Das ist echt hoch. Aber ich glaube, dass sowas zum Beispiel nachher nicht an der Wand landet, groß. Könnte ich mir vorstellen. Ah, Heiko schreibt, ja, gehört dazu. Ah, da steht ja auch Lighthunter. Großartig. Bestimmt aus dem Workshop von Jaworski. Macht er das noch? Guck an. Ja, ja. Also die Person einzubauen, gute Idee. Fotografisch, ich sag mal, als Erinnerungsfoto funktioniert es natürlich hervorragend, weil du dann immer sagen kannst, guck mal, da war ich und das war echt hoch. Und dafür würde ich dann zum Beispiel auch für meine privaten Bilder so einen Größenbezugspunkt einbauen, damit man im Nachhinein nochmal weiß, wie groß, oder anderen auch zeigen kann, wie groß war das tatsächlich. Also clever gelöst. Und schreib jetzt bitte nicht im Chat, dass da aus Versehen eine Person durchgelaufen ist, weil das wär gemein. So, das gehört nicht zu uns. Nee. Da haben wir noch einen Wasserfall. Guck an. Riesch. 80? Stimmt das? Ich weiß es nicht. Da muss ich auch wieder auf dem Smartphone gucken, weil mein Fernseher lässt es fast schon wie ein schrottiges HDR wirken und das ist es nicht. Ja, auch hier wieder gute Idee, Langzeitbelichtung, ganz klar. Wahrscheinlich auch mit ND-Filter gelöst, so. Wäre ja klassisch, weil sonst kriegt man diesen weichen Wasserverlauf nicht hin bei Tageslicht. Das wird bei dem Wasserfallbild davor genauso gewesen sein. Auch hier tue ich mich ein bisschen schwer mit der fotografischen Umsetzung, weil das Bild so ist wie das davor. Es hat mehr so einen dokumentarischen Charakter. So, da ist halt ein Wasserfall. Und der Bezugspunkt wäre für mich hier jetzt die Treppe an der Seite, dass man sieht, okay, das ist eine Treppenstufe. Gut, das sind dann auch wieder ein paar Meter Wasserfall. Das ist okay. Der wird also auch relativ groß und wuchtig sein und spektakulär in der Natur. Aber ich glaube, auch das hier ist kein Bild, was nachher groß an der Wand landet. Dafür ist es dann doch zu unspektakulär. Also technisch gut gelöst, wie das Bild davor auch. Aber letzten Endes fehlt irgendwie was. Denn ich habe immer gut reden. Ne? Ich weiß gar nicht, ob man da irgendwie so nah vorkommt, um irgendwas in den Vordergrund zu drapieren. Und wenn man das schafft, ob man dann überhaupt noch erkennen kann, dass das ein Wasserfall ist oder ob einfach nur verdammt viel Wasser von oben kommt. Oder ob man vielleicht eine Position findet, wo man tatsächlich auch das Ende des Berges noch sieht und dann vielleicht ein bisschen Himmel drüber, um es irgendwie kompositorisch interessanter zu machen. Und ja,
Ich mag solche Aufnahmen, wenn man in das Thema reinkommen will, um erstmal mit Belichtungszeiten zu spielen. So, und dann hat man schön diesen Effekt. Und dann ist eben die nächste Stufe, und das ist mitunter deutlich schwieriger, weil die Location muss es hergeben, den einen Spot zu finden, von dem aus das dann richtig geil aussieht und spektakulär wird. Und ich glaube auch über eine, also ja, ich hätte mir vielleicht über die RAW-Entwicklung noch ein bisschen Spiel mit tiefen Lichtern gewünscht, ein bisschen mehr Kontrast, vielleicht Dunst entfernen, drüber knallen und um das Ganze, vielleicht auch einen Filter drüber legen, um das Ganze farblich ein bisschen spannender zu gestalten. Aber das würde halt nicht drüber hinweg täuschen, dass man einfach den Eindruck hat, okay, wir sehen hier einen Wasserfall. Technisch gut umgesetzt. So. Wir gucken parallel mal wieder in den Chat. Ja, die Treppe zum Beispiel, stimmt, hätte man vielleicht ins Spiel bringen können, aber ich will da nicht. Ich will da nicht. Ich war nie da. Ich habe keine Ahnung, wie die Location aussieht. Vielleicht hätte das funktioniert, vielleicht auch nicht. Ich finde, jetzt ist schon, wenn wir uns das Foto nochmal anschauen, ist der Wasserfall schon gefühlt so ein bisschen zu weit nach rechts verschoben. Eigentlich wäre es, hier ist weniger Luft als hier. Und wenn du das noch weiter machst, wirkt er halt irgendwann komplett verloren. Eigentlich müsste der Wasserfall, weil das jetzt die Fließrichtung ist hier, müsste sogar hier weniger Luft sein und an der rechten Seite mehr. Dann fehlt dir aber die Treppe vollends. Also das ist nicht so ganz ohne. Und da ich nie da war und nicht weiß, ob man da einen besseren Spot findet, will ich mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber auch hier wieder, Vordergrund macht Bild gesungen. Wenn das Jaworski Workshop Gedöns wäre, kann ja sein, hat er nicht immer einen Eyecatcher? Das war so sein Signature-Move, immer irgendwie einen Eyecatcher einzubauen. Oder? Der wird dann halt fehlen. Rotstichig? Echt? Also den Rotstich habe ich jetzt nicht wirklich bei mir wahrgenommen. Aber ja, ein ND-Filter könnte tatsächlich theoretisch dafür sorgen. Es kann aber auch der Weißabgleich sein. Kann wunderbar der Weißabgleich sein. Echt rotstichig? Vielleicht ist das die Wahrnehmung von euch, wenn ihr es nur hier über den Stream schaut, weil ich so viel Blau drumherum habe und die ganze Zeit auf Blau sitze. Das war vielleicht optisch gar keine so gute Idee, weil unsere Augen jetzt die ganze Zeit dagegen filtern gegen das Blau und wir sowieso mehr Rot geliefert bekommen. Das heißt, alle Bilder, wenn ihr es nur im Stream seht, wirken für euch sowieso relativ rötlich. Clever gelöst, oder? Ich sollte immer auf neutralem Grau erscheinen. Next up, DJR Photographer. Dieter, ich muss das so sagen. DJR Photographer klingt einfach super cool und wichtig. Mag ich. So. Das ist ein Klassiker, ne? Schüttel dein Haar. Und das mit Wasser sorgt natürlich immer für spannende Strukturen und Formen. Und Dieter, geiles Timing. Ich würde, schreibt mal in den Chat, wie viele Versuche ihr gebraucht habt, bis das so aussah. Ich kenne das auch von Workshop-Veranstaltungen, wo wir dann dem Model eine Menge Mineralwasser ins Haar geplört haben und dann gesagt haben, so schüttel dein Haar zurück. Und von 8 Leuten hatte dann pro Schütteln, wenn wir Glück hatten, mal einer eins dabei, wo es funktioniert hat. Aber ja, geiles Bild, keine Frage. Auch hier muss ich wieder auf dem Smartphone luschern, weil auch hier ist mir der Kontrast wieder zu hoch. Über meinen Fernseher. Ich höre jetzt auf, das zu erwähnen. Ne? Ihr seht das ja eh nicht. Aber Schärfe super getroffen. Natürlich wunderschönes Motiv. Krass langes Haar. Und perfekter Moment. Also richtig, richtig gut. Was ich halt so ein bisschen schade finde, aber da kannst du nichts für. Ich würde mir das eher an der Kulisse vorstellen oder wünschen, wie so ein Karibikstrand oder am Ozean und nicht mit dem Eindruck, das könnte jetzt ein Badesee bei Bramsche sein. Oh, aber das ist halt so. Dieses Ambiente der Bäume im Hintergrund ist halt für mich immer so ein bisschen. Aber das tut der Aufnahme überhaupt keinen Abbruch. Und so ist es hier halt. So, ne, müssen wir ganz ehrlich sein, so ist es hier alt, so sieht es hier aus. Wenn du in einem See baden gehst, ist das die Kulisse, die du geliefert bekommst. Leb damit.
Das finde ich auch okay. Und ich finde es auch schön, dass hier steht, 2 Tage lang war es das Titelbild der Hasepost-Online-Zeitung für Osnabrück. Ja, super. Ah, Violetta heißt das Model. Ganz lieben Gruß an Violetta. Sie hat es toll gemacht. Super hübsch und top umgesetzt. Schade, dass die Dame schon nach hinten kippt. Weiß ich nicht. Ich finde es in dem Moment, wo sie die Haare nach hinten wirft, nicht so schlimm, wenn sie nach hinten kippt, weil irgendwo muss der Schwung ja herkommen. Oder? Also ich glaube, ich würde ihr das auch nicht abkaufen, wenn sie da kerzengerade im Wasser stehen würde. Okay, guck mal, hier kommen jetzt... Oh, schön, wir haben jetzt Gegenwehr im Chat. Ich hätte das Mädel an den linken Bildrand gesetzt und nicht so über die Schulter fotografiert. Ich lasse das mal für einen Moment wirken. Hätte auch funktioniert. Ich finde es aber in beiden Versionen ist es okay. Ich finde zum Beispiel, weil sie jetzt eben eher nach rechts verschoben ist und das ihre Blickrichtung ist, wirkt sie ein bisschen allein. Und das ist ja auch etwas, was sich viele wünschen, wenn sie an einem Badesee baden gehen, dass sie möglichst wenig andere Menschen um sich rum haben. Ich meine, es gibt auch Leute, die lieben es, wenn da Party ist und da liegen noch 100 andere, die auch kühles Nass genießen wollen. Aber ich kenne auch viele, die sagen, oh, so ein ruhiges Plätzchen wäre ja schön. Und hier habe ich wirklich den Eindruck, sie genießt dieses Wetter und den Moment ganz für sich alleine. Und das wird halt verstärkt dadurch, dass sie nach rechts verschoben ist. Also das finde ich schon völlig in Ordnung. Aber das ist, guck mal, das ist halt auch ein Stück weit subjektiv. Und jetzt ist es anders gemacht. Susanne schreibt sehr schönes Bild. So nämlich. Ja. 200 Schuss. Dieter, Respekt. Nicht schlecht. 200. Und ich finde, das ist noch eine ziemlich gute Quote, Dieter. Das geht schlimmer. Oder es geht mit mehr Dateien. Mit größerem Datenvolumen. Ach, guck mal, jetzt darf ich hier lesen, Jaworski hat immer ein Ahornblatt, da Jaworski wohl polnisch für Ahorn ist, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Mhm. Laut Google heißt es auf polnisch Klon. Auch nicht schlecht. Gut. Dieter, Respekt, coole Nummer. So. Das nächste Bild kommt von Marion, dass der Colin für Marion eingestellt hat, weil Marion keinen Instagram-Account genießt. Marion, du hast einen Facebook-Account. Dann kannst du dich damit auch einfach bei Instagram registrieren, weil das ist die gleiche Firma. Nur um es mal gehört zu haben. Wenn ich heute Abend durch bin, habe ich Lust zu baden, glaube ich. Auch nicht so einfach. So einen Hund im richtigen Moment in der Situation abzulichten, nicht ohne. Auch da brauchst du mitunter den einen oder anderen Schuss mehr oder du hast wirklich mal Glück. Gleiches Spiel wie mit dem Wasserbild vorher. Wir haben hier eine super kurze Belichtungszeit. Das ist fein. Hier dürfen die Tropfen natürlich alle in der Luft stehen und auch der Hund darf parken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt so super glücklich bin mit der Pose und dem Look des Hundes. Das lege ich jetzt in eure Hände, weil auch das ist subjektiv. Ich glaube halt, es gibt schönere Bewegungsablaufsmomente, die man festhalten könnte, wenn der Hund im Wasser ist. Hier sieht er fast schon aus, als würde er auf zwei Beinen stehen. Ist speziell. Aber wie gesagt, das lege ich in eure Hände. Schreibt mal gerne in den Chat, was ihr von der Hundepose haltet. Bin da ein bisschen... Ich bin halt kein Hundefotograf. So. Aber für mich wirkt das jetzt nicht ganz so ästhetisch. Ich finde es technisch gut getroffen. Der Fokus hat funktioniert. Die Belichtungszeit passte. Ich
bin vielleicht nicht so super glücklich damit, dass der Hintergrund so hell ist und der Hund ein bisschen dunkel. Ich glaube, ich hätte den Hund insgesamt noch ein bisschen, ich hätte das Fell, die Fellfärbung, hätte ich ein bisschen mehr zum Strahlen gebracht. Da einfach ein bisschen knalliger zu Werke gehen. Aber der Moment der Belichtung, der macht mir so ein bisschen Kopfzerbrechen, ob das wirklich so dekorativ ist. Verratet es mir doch einfach mal im Chat. Der Hund läuft durch das Wasser durch die... Ja, der Hund läuft auf die Kamera zu, das stimmt. Wer Hunde kennt, weiß, dass die Pose passt. Okay. Jeder Hundebesitzer kennt diese Pose. Ja, gut, vielleicht sollte ich die... Haltet ihr es für die fotogenste Pose, in der man einen Hund ablichten kann? Oder gibt es vielleicht auch einen Moment, wo er mit allen Vieren nahezu über dem Wasser schwebt oder so? Okay, guck mal, Marion, du kriegst hier Zuspruch. Pose ist voll okay, ich find's cool. Wunderbar. Ich find's fair. Ich leg das in dem Fall in eure Hände. Ihr dürft urteilen. Das nächste Foto kommt von Sabine. Das ist, glaube ich, nicht im Osnabrücker Umland. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Wir haben ein Bild von den Niagara-Fällen. Geil. Das muss ich für einen Moment wirken lassen. Das ist natürlich spektakulär. Sowas kannst du am Badesee in Bramsche oder so nicht umsetzen. Was hier natürlich besonders schön ist, ist, dass du einen Regenbogen mit drin hast. Das ist toll. Ich weiß nicht, ob ich mit der Bildaufteilung insgesamt glücklich bin. Und ich weiß nicht, ob du es im Nachhinein noch beschnitten hast, ob da noch mehr drauf war, was du nicht zeigen wolltest. Es wirkt zumindest für mich so von der Auflösungsqualität, als wäre das ein Crop irgendwie. Kannst ja mal im Chat schreiben, ob du es im Nachhinein noch beschnitten hast, weil vielleicht im Vordergrund noch andere Touristen zu sehen waren oder an der oberen Ecke oder so. Mein Problem ist folgendes. Die Niagara-Fälle sind ja ein naturgewaltiges Phänomen. Und ich finde es so schade, dass wir nur hier oben so ein ganz kleines Stück von der Wasseroberfläche sehen und das dann hier schon angeschnitten ist. Ich glaube, ich hätte mir hier oben ein bisschen mehr gewünscht und dafür mit der Kamera einfach ein bisschen weiter nach unten gehen. Ich finde es zum Beispiel ganz nett, dass du hier im Vordergrund noch was eingebaut hast. Das unterstreicht auch so ein bisschen die Weite in der ganzen Geschichte. Aber ich finde es hier oben schon super eng beschnitten. Und das würde mich echt mal brennend interessieren, ob du das im Nachhinein so dahin designt hast. Und wenn ja, warum? Und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, wie es mit der Schärfe ist. Ich habe fast den Eindruck, die Schärfe liegt vorne auf diesem Felsvorsprung mit den, oder was auch immer das ist, mit den Pflanzen da drauf und weniger auf den eigentlichen Niagara-Fällen im Hintergrund. Wobei das Wasser hier vorne auch schon wieder scharf scheint. Nee, doch. Ich sag mal, du hast im vorderen Bereich fokussiert und der Hintergrund wird halt so ein bisschen weich. Weiß nicht, ob ich es nicht andersrum gemacht hätte. Schwierig. Ich finde den Ausschnitt leider zu eng. Und ich hoffe, ich wünsche dir, dass du noch weitere Fotos in einem weiteren Ausschnitt hattest. Nur begradigt? Okay. Was wäre die Königsdisziplin, Markus? Da musst du mich mal eben, das ist jetzt... Okay, die Schärfe sollte auf dem Abbruch vorne sein. Okay. Dann müsste dieser Abbruch vorne vielleicht ein bisschen dominanter noch im Bild sein, weil so hast du die Schärfe halt nur vorne in dieser kleinen Ecke. Das ist so ein bisschen schwierig, weil natürlich der Blick, mein Blick ging jetzt direkt in die Ferne und ich habe erst auf den zweiten Blick überhaupt die Ecke vorne wahrgenommen. Weil für mich ist natürlich das Spektakuläre dieser gewaltige Wasserfall im Hintergrund. Dann hätte es ein bisschen mehr Platz haben dürfen, ein bisschen mehr Raum. Ich verbleibe bei dem Bild einfach mit der Aussage, ich bin neidisch, dass du da warst. Das habe ich noch nicht geschafft. So. Nächstes. Ach, cool. Markus. Sonnenaufgang an der Nordsee.
ich muss wieder Endgerät switchen. Das Wolkenbild ist natürlich ein Träumchen, ne? Das macht schon Spaß. Die ganzen Farbabstufungen im Himmel sind schon toll. Ich finde es, ich muss das für einen Moment wirken lassen. Ich kann den, also erstmal, was gut ist, ist natürlich, dass die Horizontlinie unten ein Drittel ist. Der Himmel, wie gesagt, toll, die Farbabstufung toll, alles toll, ole ole. Ich kann den Finger nicht so ganz drauflegen, warum es mich nicht zu 100% abholt. Es ist ein bisschen langweilig. Ich weiß aber noch nicht, warum. Lieber Chat, korrigiert mich, wenn ich mich irre oder wenn ihr sagt, nein, das ist nicht langweilig, aber dann schreibt bitte nicht nur, das ist nicht langweilig, sondern schreibt auch, warum oder was ihr spannend findet. Ich könnte mir vorstellen, es liegt daran, dass der untere Teil, so ab der Hälfte nach unten, ist es insgesamt eher ein bisschen flau. Wo du oben so schön Strukturen durch die Wolken und so hast und wo so ein bisschen Farbe durchkommt, ist ab der Hälfte und dann natürlich auf dem Wasser, ist alles so ein bisschen eine Suppe. Und ich weiß nicht, ob man das nicht, ich wüsste jetzt aber auch nicht hundertprozentig wie, ob man es da mit noch ein bisschen mehr Kontrast oder so noch etwas spannender hätte machen können. Ich lehne mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster, das zu behaupten. Ich finde es gut, ich finde es technisch gut. Ich werde nicht ganz abgeholt. Vielleicht wäre auch hier schön gewesen, mit der Kamera über die Wasseroberfläche zu gehen. Aber da habe ich immer leicht reden, das geht ja nicht an jeder Stelle. Was sagt der Chat? Megabild, Markus. Okay. Das Format passt nicht zum Bild. Ja, Dieter, gebe ich dir recht. Wegen mir hätte es auch unten noch weniger Wasser sein dürfen, weil da passiert ja nichts. Ich glaube, wenn man unten einen Teil wegnimmt und das Ganze ein bisschen widescreeniger macht. Ja, ich halte gerade meinen Finger drüber. Das würde das Bild tatsächlich aufwerten. Gut gesehen, Dieter. Anderer Ausschnitt. Ja. Hatte die ND-Filter vergessen. Das ist immer ätzend, oder? Ich habe auch mehrere Taschen und dann pilgerst du los und stellst dann fest, warte mal, die Filter sind aber doch, wo sind denn jetzt die andere Tasche? Natürlich. Kann ich die Uhr nachstellen? So. Also ihr findet es auf jeden Fall nicht langweilig, lese ich so raus. Bild ist klasse, wenn Kritik, dann vielleicht der Zuschnitt. Als Weitwinkelpanorama wäre es geil. Ja, ich glaube tatsächlich, dass dieses Langweilige kommt halt durch diese extrem ist auch Quatsch, durch die große Wasserfläche. Wenn man es etwas anders schneidet, dann ist es wirklich richtig cool. Also von daher, Markus, nimm mir das nicht übel. Ich meinte nicht mit langweilig, boah, es ist Potzel langweilig, sondern irgendwie so richtig holt es mich nicht ab. Und Dieter hat es wunderbar gesagt, einfach ein anderer Ausschnitt, unten ein bisschen was wegnehmen und geil. Nächstes Foto kommt von Christian. Und ich finde es so cool, Christian, dass du hier eine Dame mit ins Bild eingebaut hast. Dann hast du eine natürliche Rahmung drin durch die Zweige oben. Und ich mag insgesamt die Bildaufteilung schon sehr. Ich frage mich, was passiert wäre, wenn auch du versucht hättest, ein bisschen weiter von unten zu schießen. Ist gemein, ne? Momentan, nicht, dass ihr alle denkt, ich mache nur noch Bilder aus der Froschperspektive. Das ist ja auch totaler Quatsch. Aber hätte mich interessiert. Ein bisschen weiter runter, was dann passiert wäre. Werden wir nicht erfahren. Ansonsten finde ich es von der Verarbeitung her sehr schön stilvoll zurückhaltend. Das ist auch nicht immer Standard. Also hier mag ich es tatsächlich, dass es nicht so wie wild knallt, sondern dass es eigentlich ein, das klingt negativ, ist aber nicht gemeint, dass es einen ehrlichen Anstrich hat. So ehrlich die Digitalfotografie halt sein kann.
Ich hätte vielleicht trotzdem noch den vorderen Teil eventuell ein Stück weit aufgehellt. Wenn da natürlich jetzt einfach nur uselig Erde liegt, ist das vielleicht auch langweilig. Darum so ein bisschen weiter runter. Ein Itz. Aber ich finde es gelungen. Was mich hier vor allem abholt, ich finde es schön, dass du es Sehnsucht nach Meer genannt hast. Diese Sehnsucht transportiert das Bild ganz gut. Also emotional werde ich hier auf jeden Fall angesprochen. Allein schon, weil die Dame auf dem Bild ist. Wahrscheinlich auch nur, weil die Dame auf dem Bild ist. Aber das ist sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Auch diese zurückhaltende Farbstimmung gefällt mir sehr gut. Dass da mal nichts wirklich knallt. Was sagt der Chat? Christians Bild ist mein Lieblingsbild des Abends. Sieht aus wie an der Mittelmeerküste in Griechenland. Ja, wo ist denn das? Malle, okay. Ja, Markus, der Porträtfotograf, hätte die Person näher rangeholt. Ich finde es tatsächlich ganz schön, dass wir es hier mit einer anonymen, oder anders, ich glaube, dass wenn wir ein Gesicht sehen würden zum Beispiel, dass das dann wieder ablenken würde vom Kernthema und gerade diese Weite, die hier erzeugt wird in dem Bildlook, mit der Person so klein drin, unterstreicht für mich diesen Sehnsuchtsgedanken. Ich finde es eigentlich, finde es völlig plausibel, dass sie so klein im Bild ist und trotzdem präsent ist, weil sie einen schönen Kontrast zur Wasseroberfläche bietet. Bildet. Schweres Wort. Es wird nie besser. Ich glaube, ich muss noch mal einen Schluck Kaffee aus der Heldentasse trinken. Dieses Product Placement immer, ne? Wofür steht hier Dauerwerbesendung? Alles schmeckt besser aus der Heldentasse. Ansgar weiß, was ich meine. So. Ja. Schönes Foto, Christian. Echt. So, das nächste ist nochmal MST-Fotogalerie. Okay. Rauschendes Wasser. Drohnenfotografie mal anders. Auch hier befürchte ich, ich muss mal eben auf meinem Smartphone luschern. Ja. Ich kann. Also, Punkt 1, dass das mit einer Drohne gemacht wurde, sieht man nicht, es sei denn, man liest das dann, dass das mit einer Drohne gemacht wurde. Und spannend ist hier die Technik, dass mit einem ND64 man mit so einer Drohne auch tatsächlich noch eine scharfe Langzeitbelichtung hinbekommt. Das finde ich, also aus dem Aspekt finde ich es ganz interessant. Das Foto als solches sieht leider aus wie ein Schnappschuss. Ich hoffe, da sind wir uns jetzt alle einig und ich ernte jetzt nicht böseste Kritik von euch, aber es sieht halt aus wie ein Schnappschuss. Da passiert nicht viel. Was ich ja geil finde bei Drohnen, ist, wenn du wirklich ganz gerade von oben kommst für ein Bild, weil das eben wirklich eine Position ist, die mit der Kamera schwer zu erreichen ist. Das heißt, nicht so schräg von oben drauf, sondern wirklich ganz, ganz gerade von oben drauf fotografiert, finde ich sehr, sehr cool. Ist auch total dumm. Ich habe so eine DJI Mini 2 in der Tasche und benutze die nie. Ich sollte mal langsam ein bisschen mit einer Drohne tun. Kann man tolle Sachen machen. Dachte irgendwie auch erst, das wären Kieselsteine. Ja. Bisschen ein Schnappschuss. Danke, Markus. Großartig. Ich bin nicht alleine mit diesem Eindruck. Ihr beruhigt mich sehr. Wirklich. So. Ach, guck. Leute, was ist da los? Was auch immer da jetzt passiert ist. Ich glaube, wir sind schon durch. Sind noch Bilder dazugekommen? Man überrascht mich ja immer wieder. Ach guck, zwei haben wir noch. Ja, schön. Aber dann haben wir heute mal, guck mal, wenn ich das alleine mache, ist es doch auch schön, wenn wir einen frühen Feierabend genießen, oder? Ist nicht schlimm. Ich hoffe, ihr habt es noch im Hinterkopf. Thema fürs nächste Mal ist Schattenspiel. Und macht euch den Spaß. Googelt mal danach. Oder Bingt oder Yahoo oder Startpaged oder so. So. Bock auf Live. Ich weiß, wer das ist. Achso, vielleicht sollte ich dann das Bild auch einblenden. Ne? Sonst seht ihr mich die ganze Zeit, wie ich panisch versuche, mit meiner Maus irgendwas zu tun. Ist gut. Das sieht von hier aus erstmal
richtig spannend aus. Ich muss jetzt mal eben. Wo ist es? Da. Ja, Vordergrund macht Bild gesund. Spektakulär. Ich mag die Perspektive unglaublich gerne. Ich finde es cool, dass das hier scheinbar sehr weitwinklig fotografiert wurde. Wir sehen das an dieser Rundung am Horizont und so weiter. Das ist cool. Das Einzige, was ich schade finde, ist, dass das Hauptmotiv einfach untergeht. Weil ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Da liegt eine Muschel. Und die Muschel darf dann eigentlich viel, viel präsenter und viel größer im Bild sein und nicht so winzig da hinten in der Mitte. Das ist so ein bisschen schade. Perspektive cool, Farbstimmung cool, Brennweite cool, alles cool. Kann sogar mit einem Smartphone und einer Weitwinkelkamera gewesen sein. Ist mir egal, mit was für einem Gerät das gemacht wurde. Spielt keine Rolle. An sich, coole Idee. Aber die Muschel ist zu klein. Die Muschel ist zu klein. Näher ran. Fischei. Jawohl. Aber beim Fischei, korrigier mich, wenn ich mich irre, beim Fischei hast du doch mitunter super krasse Naheinstellgrenzen, wo du wirklich nah ran kannst. Die Muschel größer. Und ich glaube, wenn du die so drehst, dass diese Rillen nach vorne zeigen, also der breite Teil nach vorne zeigt und du gehst dann mit einem Fischei dran, wirkt die ja noch größer. Ich glaube, das ist ein ziemlich geiler Effekt. Aber trotzdem sehr schön. Ja, ich sag, ja, hast du recht, Saskia. Ich habe nicht das Gegenteil behauptet. Ach, cool. Hier mit mehr drumrum. Der Wasserfall nochmal. Aber wolltest nicht die Touristen im Bild haben. Ja, das ist mitunter schwierig. Wir gehen mal rein. Ach, ist das jetzt das gleiche Bild, nur in einem anderen Ausschnitt? Das würde mich jetzt interessieren. Vielleicht bist du ja im Chat unterwegs und schreibst das mal dazu. Weil hier haben wir jetzt den gleichen Wasserfall nochmal mit der längeren Belichtungszeit, aber halt mit Touris. Ja, das ist doof gelöst, ne? Fotografisch. Nee, das ist ein anderes Bild, weil da sind Menschen auf der Treppe, die du auf dem anderen Bild nicht auf der Treppe hattest. Ja, sehe ich eines schwierig. Ist schwierig. Und vor allem sieht es auch nicht so aus, als könnte man dann näher ran, um irgendwas in den Vordergrund zu holen. Nee, okay. Das war jetzt aber nur ein Bild, was für die Dokumentation interessant war, um mal zu zeigen, wo war das und wie sah es da aus. Ich bin ganz mit dir. Ich glaube, vom Ausschnitt her hast du es gar nicht so schlecht gelöst. So, dann haben wir es schon. Guck mal, 21.22 Uhr, gerade mal etwas mehr als ein Stündchen durchgesabbelt und zack, sind wir fertig. Ich hoffe, es tat nicht weh, dass ich es heute allein gemacht habe. Ich weiß, es ist immer schöner, wenn wir eine Gruppendynamik haben und der eine dem anderen auch mal widerspricht oder dumme Witze zwischendurch fallen und so weiter. Das ist, wenn man es alleine macht, halt relativ schwierig. Ich weiß, dass Matthias' Urlaub nicht so lange dauern kann. Das heißt, der ist spätestens nächstes Mal wieder dabei. Vielleicht habe ich auch noch einen zweiten Gast am Start. Mal gucken. Also alle Menschen, die ich hier angesprochen habe, sagten, oh ja, großes Interesse, aber heute ist gerade schlecht. Das kennt man, ne? Und bei den meisten von denen wirkte das nicht wie eine Ausrede unter dem Motto, ja, wie sage ich es jetzt? Also es könnte sogar sein, dass wir es nächstes Mal zu dritt tun. Ich fände das auch mal wieder ganz cool. Mal schauen. Ja, ich hoffe, für euch war es in Ordnung. Wenn ja, tut mir den Gefallen, lasst mal ein Like da. Das ist immer ganz, ganz toll für den YouTube-Algorithmus. Ansonsten tut mir den Gefallen und wenn ihr es noch nicht gesehen habt, schaut mal ins Blitzvideo rein. Vielleicht findet ihr heraus, dass ihr beim Blitzen auch noch was falsch gemacht habt oder dass ihr was besser machen könntet. Nicht, dass ihr was falsch gemacht habt, ist ja auch Quatsch, aber dass ihr was besser machen könntet. Ich freue mich immer, wenn sowas angeschaut wird. Und nächstes Mal in 2 Wochen Thema Schattenspiel. Ja, es ist für mich deutlich angenehmer, einen Dialog zu führen, anstatt einen Monolog, aber geht ja auch. Quatschen kann er. So, hier kommen schon Fragen nach Stammtischplanung. Nein, aktuell nicht. Nein. Da es in Innenräumen stattfindet, da jetzt noch eine Delta-Variante mit im Raum steht, da ich zum Beispiel noch nicht geimpft bin, also ich würde es jetzt sowieso nicht machen wollen, also meine Impftermine rücken nah. Ich bin bald dran.
Ende dieser Woche ist mein erster Termin und dann ein bisschen später der zweite. Ich freue mich sehr, aber nichtsdestotrotz, nein, wir haben noch keine Termine in Planung, das riskieren wir noch nicht. Weil wir auch nicht riskieren wollen, dass es nachher heißt, hier auf so einem Foto-Erd-Stammtisch wurde irgendwie, hatten wir ein Super-Spreader-Event. Das muss nicht sein. Und draußen ist die ganze Nummer schwierig, weil wir ja Fotos schauen wollen. Und wenn es dann draußen, wir haben das mal probiert, ist es halt schon sehr, sehr unruhig und das macht wenig Freude. Aber das kann sich auch alles kurzfristig ändern. Ne? Wie sagt man so schön, die Situation bleibt dynamisch. Wir gucken mal. Gut, dann vielen, vielen Dank, dass ihr es mit mir hier allein ausgehalten habt und dass ihr mir treu wart. Das finde ich toll. Wir sehen uns dann wieder spätestens in 2 Wochen auf dieser Plattform. Thema Schattenspiel. Jetzt reicht es aber auch. Ne? Ich weiß, ihr habt es begriffen. Und ich wünsche allerseits einen wunderschönen Abend. Macht noch was Feines. Ist früher Feierabend. Macht was Tolles. Trefft euch mit netten Menschen. Trinkt was Nettes. Was auch immer. Und dann wünsche ich euch einen ganz bezaubernden schönen Abend und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, tschüss und macht's gut.